Herr Neuberg, wie viele Tote waren da? 3000, über 1000. Und die haben sie mit LKWs weggeführt? Und da, weg. Aber nur in der Straßennähe. Die haben sie alle. Die haben sich alle liegen lassen, die waren weg waren von der Straße. Ja. Da ist die Straße gegangen, dort noch eine. Und da ist das Gruppengrab da oben, da haben sie sich reingeschoben mit den Pferden. Da haben sie die Pferde reingemacht, ja. Und ein paar Ustascher hast du gesagt? Ja, du schaust halt an dir. Die Pferde vorher. Wie viele Ustascher, weißt du nicht? Ah. Wie viele denn? Weiß man nicht. Ja, drei, vier habe ich gestellt, ja. In meinen Augen. Ja. Ja. Aber erst noch im Juli-Monat, gell? Mhm. Hat es gestunken, aber wir, ja, für die Verwesung der Leiber. Ja. Und wo lag dieser Obeidin? Man sagte mir da irgendwo. Ja. Beim Broman. Ja? Objedin, der Objedin, den kennt er nicht. Gell? Kennt da haben sie drei Kroaten rausgeholt beim Broman. Also, Sie sind wirklich gut recherchiert. Ich weiß, bei der Kaserne hat man auch nicht alle Toten rausgeholt, gell? Nicht alle Toten. Nur, weil die Kaserne gebaut war. Ja. Jetzt, die Kaserne haben sie schon früher gebaut. Jetzt haben sie ein bisschen mehr ausgehoben, weil sie einen Bunker gemacht haben. Da sind sie auf die Toten gekommen. Aha. Von der 16. Ähnlich wie in Marburg. Und von Frankfurt, Schweizer Kreuz gekommen, also eingestellt. Ich war dort beschäftigt, die Wintermonate. Da sind ständig in Arbeiten gegangen, war ich dabei. Da war noch eine Frau, die das Kind da oben gehabt hat. Aber plus aber noch Knochen, gell? Frau und Kind, ja. Und so viel unter der Erde. Du hast so viel, dass der Flug mit den Rosen und mit den Osten übergegangen ist. Und da war ein Bleiburger schuld. Ein gewisser Bett mit Schlussermaßstab von Bleiburger. Kommt in Ingomar Pust. Ja, auch Bettnik, ja. Ist ein Kommunist. Und hier die Dinger zu den Verkaufsmärchen. Kapellare. Der war so ein Teufel, der. Die Pferde hat es müssen Arbeit bringen nach Jugoslawien. 800 Zeit haben wir getrieben. Dorf und Ustascha. Wir waren 12 Burschen. Ja, da müssen die Pferde runter bringen. Ja, waren wir alle fast. Da, waren wir fast alle gleich alt. Ja, wir waren 10, 12, über 15. Wir haben alle rausgetrieben. Nach dem Wald entzogen und immer auf und auf einen gewogen. Und oben erst über die Grenze. Durch das Tal. Ja. Ganz oben. Wo die Kirche oben steht. Ja. Am Himmel. Und da haben wir sie durchgetrieben. Wer hat sie übernommen? Die Partisanen. Wie wurden Sie behandelt? Haben Sie auch Gefahr gelaufen? Ja, dass Sie auch zu Handkuss kommen? Das ja, weil wir uns umgeschlossen haben. Wir haben uns kann. Weil da hat meine Tante gewohnt. Ach so. Der wird jetzt umgebaut jetzt, ja. Und meine Mutter, Schwester war da oben. Mir hat man erzählt, dass in dem Gebäude da hinten dieser Partisanen-Hauptbefehlshaber Basta, also Titus General, sein Stab gehabt hat. Beim Hrust? Genau, richtig. Ja. Das ist wie bei Hrust war. Da waren zwei Brüder. Ja? Beide bei der SS. Ah. Und die waren schon drei Wochen früher in der Hand, als ich schuld war. Ja. Der Löse und der Franze. Richtig, ja. Der Rittigkeitsträger. Der Franze. Ich bin gut gekommen, bei meinem Peru. Und unterhalb euch Partisanen. Und die haben wir voll geladen mit den Waffen. Und die Partisanen wussten, dass die zwar oben sind. Ja. Das mit den Leiter wegen haben sie sich runtergeführt. Mit LKWs. Mit den LKW, mit den Schneiderwegen, Pritschenwegen waren dort. Pritschenwegen, ne? Da hat sie aufgekauft, ja. Alles, was bei der Straßenseite war. Und was bei der Straßenseite nein, war, die haben sie dort eingeschoben. Da waren wir schon abends schon dabei, zwei oder drei. Ein gewisser Schneidbuch Fritz, der fürst von der Gefangenschaft gekommen von Russland. Natürlich hat er Geld gebraucht, hat Zigaretten, den Gländer, und seinen Rücken gehabt, ist er freiwillig gegangen. Das heißt, und bei mir, ein Onkel, der war auch draußen, der hat sich eingegraben. Ah, der war draußen? Tomasch, ja. Und ihr von den Kindern habt ihr nichts gekriegt? Habt ihr nichts gekriegt, wenn ihr die Pferde runtergebracht habt? Habt ihr kein Geld gekriegt dafür? War nichts, mein Junge. Nichts? War nichts. Dort war ein Bauer, dort hat Volker Strupp nicht, gell? Ja. Bei dem Haus haben wir sie vorbeigeführt.
Ja, von da bin ich herkommen. Und du hast gesagt, beim Bach dort, wo der erste Panzergraben war, da haben sie sich dann runtergeführt, in die Vierer rein. Und da haben sie auch welche erschossen, in den Bach ein. Wie viele? Viele wollten davon. Ja. Aber haben sie nicht mehr zurechtgekommen. Was haben sie denn gemacht? Dort eingegraben oder weggeführt? Auf die Pritschen wegen auf. Die waren in der Nähe von der Straßenbahn, Gemeinde Straßenbahn. Oldenstander Straße, gell? Oder Bleiburger Straße. Ne? Und bei weiteren Dingen waren die uns gleich dort eingegraben. Und die haben sich noch wieder rausgeholt, ein paar. Die haben sich nach Neubau begraben, gell? Und von Neubau auf, wenn auf St. Veit. Und wieder zurück, aber und wieder nach Neubau. Die Engländer zugeschaut, wie die Partisanen morden. Ja, vielleicht haben sie das zugeschaut. Ah, die haben einfach zugeschaut. Und die haben nichts getan. Nicht, gar nichts haben sie getan. Und zugeschaut, wie das passiert alles. Mit dem Baby, ja. Die Frau hat ein Baby schon geboren, gell? Ja. Und da wurde ein paar die Kaserne drin, war sie. Eingegraben. Und dann hat sie nur das Baby umgebracht. Das war zwei Monate später drauf, gell? Das war auch das Serben. Und die haben schon den Deck besser. Ja. Und die Serben waren auch sehr brutal. Stimmt das, die haben ungewöhnlich die Haut runtergezogen an da oben? Beim Zirkular. Haben sie einen Ustar? Den haben sie aufgehängt. So beim Mutterschau oder. Ja. Ein Schwein da, gell? So haben sie noch runtergezogen, die Haut. Von da weg. Bäh. Von heute gekommen. Gehäutet? Das habe ich gesehen. Er war schon tot, gell? Das hast du gesehen, ja? Das habe ich gesehen, ja. War die ganze Haut herunten? Die ganze Haut, ja. Oberschnitten. Ober. Blut war überhaupt nichts mehr, war kein Blut mehr in den Leichen drinnen. War kein Blut mehr drinnen. Die haben sie aber überrasiert. Also so wie ein Schwein, das da oben hängt. Ja, genau so, oder? Einer, mehrere. War mehrere, ja. Habe ich nur angesehen, wie sie in die Haut aber gezogen haben. Die Waffen, die haben mich auf Waffen mehr gehabt, die Ustascha. Also, was ich so gesehen habe, wie ein Bienenschwamm nach Löbo hin, in der Früh, bis ich gekommen sind. Und auf dem Schottenberg war ein Bauer. Die Szene waren bei den Partisanenpaare und dann den Alten, den Vater von denen, haben sie gesucht, haben sie gefunden. Die haben sie nach Fichten aufgehängt. Bei lebendigem Leib. Und ab 3 oder 4 Wochen dann auch, weil es noch gestunken hat, da haben sie gut herumgesahen. Und bei Jutten dann auch mal vor, Jutten von dieser Fichten da. Nachbar von der Fichten. Boah. Ja. Schon brutal zugegangen damals, gell? Ja, mein Jusche. Und du hast ja alles mitgekriegt dort. Der Hof war ja gleich drüben, gell? Ja, war drüben, ja. Die Ustascha hast du ja gesehen, gell? Ja, aber in der Früh um 24 gekommen, als ich war. Aber ich habe sie schon vorher gehört. Ich war auf Polen auf, gell? Hat die ganze Nacht gefragt. Ich war unten auf der Kreuzung. Mich so alleine und auf und nach Kärnten. Da sind mehr Partisanen gefallen, mehr wie Ustascha. Und wohin haben sie denn die Ustascha gebracht, die Toten? Ins Mistal oben, gell? Weggeführt mit den Leuten? Ja, haben sie alles gemacht, von da auf Mistal oben, ja. Er hat eine Verkreuzung dort. Oben, gell? Ja. Dort, wo heute ein Denkmal ist, ein Eisener. Dort ist ein Massengrab, ein großer, gell? Ein Massengrab, ja. Er hat aber bei uns zu, weil er hat viel gern getrunken. Da bin ich auch schon hingegangen. Graben, den Panzergraben. Und wo war denn der Panzergraben? Da bei Hufstwürden. Bei diesem Gasthaus. Bis vorne arbeitet der Pont. Ja. Und hinten bei der Baracken, wo ein Bunker oben ist. Aber unter der Straße auch, nicht durch die Straße, sondern neben der Straßenarbeit und Bach. Dort war ein Panzergraben. Und bei der Kaserne unten war ein Panzergraben, ne? Ein paar, ja. Ein zweiter Panzergraben. Dort haben wir gegraben, also die zwei Außenbeine dabei. Und dann haben sie die Toten da reingeschmissen mit den Pferden.
Und so ein Reichtum, was sie dort reingehauen haben, wie Stascha. Ist noch einer drinnen. Was haben sie denn reingehauen? Uhren, Gold und alles Mögliche. Was für eine Partisanen sie immer geben, haben sie dort reingehauen. Ein paar Hunderte. Aber die haben sie alle weggeführt. Das war die, was bei der Runde geschlossen gelegen sind. Weil die haben sie auf einen Wagen auf, auf einen Pritschenwagen auf und da weggeführt. Die Toten. Und sie haben sie dort reingehauen. Dort im Sumpf, wo sie gezeigt haben. Ich habe jetzt auch noch. Wo die, für die vier Pferde waren und da sechs Stascha, gell? Stascha und Altbein und die Pferde haben sie oben auf der Oben aufgebracht. Drüber reingeschossen. Bis sie auch noch holen. Die haben sie reingeschossen, aber jetzt wird von Palmas gesessen. Ja. Das ist natürlich Bleibo, gell? Bei Bleibo keine. Nicht über den Platz, sondern noch ein Bach. Bei Metten ist vorbei. Und sie da oben auf den Lager mitten erschlossen. Da würden sie dort noch, da kann er nach vorne gehen. Da würden sie schicken, war ja ganz gut. Sie reingeschmissen im Panzergraben nicht da. Bei der Massengrab. Ja, und da haben sie alle reingeschmissen, habe ich gehört. Und zugeschüttet. Zugeschüttet bei den Bagger. Was wir da waren, das war ein gewöhnlicher Raupen, was sie gemacht haben. Und wer hat zugeschüttet? Die Engländer oder die Partisanen? Die Partisanen selber.